Hi, ich bin's, Gustav. Mit F. Warte mal, also, diesmal ist es tatsächlich richtig rum. Ich hab ein bisschen was mit meiner Kamera... Ne, warte mal. Ne, ich sag nicht, dass es jetzt so bleibt. Aber ich muss gerade ein bisschen ausprobieren. Ich plan gerade meinen Hintergrund, wie der aussehen muss. Und dazu gehört natürlich dann auch sowas, ne? Ich will gucken, wie viele Zombie-Kills man machen kann, ohne dann noch zu verlieren. Also ich will natürlich gewinnen. So, das ist der Punkt. Ich will gewinnen. Aber ich will auch einfach so viele Zombie-Kills wie möglich haben. Mal sehen, wie das aussieht. Hier ist nur eine Kiste. Tough luck. Aber mit was für einer Kiste? Das ist natürlich nice. Mal sehen, wenn halt jemand kommt, dann wird es halt wirklich interessant werden, ne? Das Lustige bei denen ist, die kannst du halt mit einem Schlag so töten, was irgendwie extrem lustig ist. Okay. Das war bestimmt nicht so geplant, aber er nimmt es bestimmt an. Ist er jetzt echt weggesprungen? Aber er hätte doch gegen mich kämpfen können. Oh. Auseinandergerissen. Ja, Shotgun war erst, ne? Aber warum? Einfach damit drauf. Ich liebe es gerade, wie ich den vernichtet habe. Oh, den Auskopf, let's go! Wie geil das aussah. Und, na, meine Süßen? Wisst ihr, was euch hier wartet? Genau, der Tod. Es macht schon Spaß. Also ich find's geil, wenn halt Leute vorbei kämen, dass ich mir den natürlich auch locker holen kann. Ah, wenn ich mit der Armbrust schieße, dann hören die Leute ja auch nicht, dass ich da bin. Das heißt, sie können mich gar nicht stören. Ich glaube, ich bleib bei der Armbrust. Oh, das ist ja eine Top-Taktik, würde ich mal behaupten. Also mein Ziel ist schon 400, ich bin ganz ehrlich. Auch wenn es krankhaft viel ist. Nein, komm. Nee, ich bleib dabei. Ich möchte nicht unterbrochen werden. Weil je mehr ich gegen normale Leute kämpfe, desto weniger Kills mache ich bei den Zombies. Oh, ich glaube, einer der Steine ist kaputt gegangen. Jo, der ist weg. Gott, wie viel Loot hier liegt, ne? Absolut abnormal, wie viel Loot hier liegt. Okay, wir haben erstmal nur den, aber hier sind ja noch mehr Steine. Wir haben natürlich noch keinen gelben gesehen. Also keinen goldenen, meine ich. Keinen gelben, alles klar. Wir haben noch keinen goldenen gesehen. Und das war's, so. Die letzten zwei. Was? Stirb doch einfach bitte. Das wäre echt nett. Danke. Du kriegst aber auch einfach alles, was du haben willst. Ich hätte ja am liebsten quasi das ganze Spiel lang nur hier alles gefarmt. 191. Ist eigentlich eine gute Zahl, glaube ich. Also, was ich echt nicht cool finde, ist, wenn ich auf euch warten muss. Hallo? Bro! Ja, Mann. Komm doch direkt her. Weil ich auf euch warten, das ist echt uncool. Finde ich jedenfalls. Oh, da kommen noch mehr von einer anderen Station. Ihr seid Götter, dankeschön. Oh, oh, das ist ja wundervoll. 200, okay. Oh. Ja, spawn. Ich brauche mehr. Alle denken sich nur so, oh mein Gott, die Zombies nerven viel zu viele. Und Gustav ist nur so, mehr. Bitte spawn, nervt mich, so viel ihr könnt. Nervt mich, ja, da kommt die Zone schon, okay. Na gut. Ihr habt den Chuck nicht mitgenommen. Na gut. Da war gerade jetzt ist der Goldene gekommen, aber ich hatte leider keine Zeit, ihn zu töten. 218. Top-Wert. Wie kommen wir jetzt weiter? Es gibt nur noch das eine Feld hier, wo die halt natürlich massenweise sein werden. Hier unten sind... Ja, da unten ist jemand. Sollen wir den töten oder nicht? Die Frage halt. Ja, Frage ist auch, warum nicht eigentlich, ne? Oh. Die Frage ist schlichtweg wirklich, warum nicht eigentlich? Nein, wir haben den da nicht. Ich will den noch haben. So. Ab in die Zone, Baby. Okay, ja, halt random einen getötet. Das klingt gut. Ist hier jemand oder? Nö. Das sind so kleine Steine. Okay, da spawnt auch weniger scheinbar. Jetzt ist natürlich spannend, wie sehr ich gestört werde von Gegnern. Ja,
wenn ich den, man hat richtig gesehen, wenn ich den anschieße, wie ich ihm quasi diesem Stein schade. Der braucht 3 Headshots, ich weiß das doch alles. Hey, die können ja nicht hochkommen. Genial, ey, wir haben nur noch insgesamt 7 Gegner. Das ist ja eigentlich perfekt, oder? Oder? Ich bin mir nicht mal sicher. 245. Ey, das ist zu langsam, ne? Das ist schlichtweg zu langsam. Nein! Pff, wo habe ich dagegen geschossen angeblich? Okay, wir müssen hier weiter. Ah nein! Ah, ich habe den Fallschirm nicht gezogen. Ja, ich will eigentlich zu dem Blauen am besten, ne? Aber da komme ich nicht so einfach hin. 250 haben wir jetzt ungefähr. Ab dahin! Los! Immer nur 3. Das ist so viel zu viel. Lol, was ist da bitte los? Junger Mann, kontrollieren Sie sich. Wer hat denn da so viel gebaut? Oi, oi, oi. Guckt ja mal an, was hier liegt, ne? Da wurde, glaube ich, irgendwie fast alles abgebaut, ne? Komm, wir versuchen es. Ich glaube, der war gar nicht so schlecht eigentlich. 251. Okay, für die nächste Runde weiß ich Bescheid. Ich muss zu den großen Dingern immer. Diese Dreier-Dinger, das ist zu wenig für mich. Ist da gerade einer mehr gespawnt? Das klingt doch eigentlich gut. Okay, also, aber eins ist halt von Anfang an jetzt klar. Auch für die nächste Runde, wenn ich das versuche, ich brauche auf jeden Fall die Armbrust. Die lässt mich halt ungestört das Ganze machen. Und diese Ungestörtheit, die ist extrem wichtig. Und ich bin halt wirklich nicht so interessiert daran, gegen Leute gerade zu kämpfen. Ja, 4 gehen schon klar, aber gleichzeitig ist es schon wenig, was hier gerade passiert. Und bis 400 ist schon noch ein weiter Weg auch, ne? Da hinten kämpft gerade jemand. Oh, ich habe ihm einen Headshot gegeben. Okay. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir leider kämpfen, scheinbar. Die Zeit des Spaßes ist vorbei. Hallo. Ach, das war's schon. Ich habe nicht mal gemerkt, dass das der letzte ist, Mann. 8282. Nee, das geht besser, ne? Let's go, Mann. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir nur noch zu den niederen Teilen. Dazwischen lohnt sich gar nicht. Da kommt viel zu wenig. Du kannst halt richtig krankhaft viele Zombies beschwören, wie auch immer man das nennen soll, wenn du genau zwischen 2 Pillern stehst in diesen niederen Teilen. Du kannst wirklich 2 Pillar aktiv halten und dich immer abwechseln, wenn du es überhaupt schaffst, so viele zu töten. Deswegen kann ich es mir nicht erlauben, keine Kisten zu kriegen. Oder er hat als einziger eine Kiste. Was hältst du davon? Gott, jetzt muss ich halt irgendwie das machen, ne? Das ist halt schade. Das ist natürlich meine eigene Schuld, dass ich ja nicht gut gelandet bin. Aber hier, guck mal. Vielleicht. Können wir hier? Jawohl, das reicht schon. Als Waffen. Hey, Guys. Bevor ich Munition verschwende, an denen gehe ich erstmal gucken, ob ich den Typen töten kann. Wenn der noch hier ist. Ne, der ist schon weg, ne? Ja, der ist er. Jo, danke. Nice, hat er gut geklappt, oder? Okay. Der hat die Waffe auch gehabt. Nehme ich gerne an. Kann man bestimmt jetzt schon usen. Ey, jetzt kann ich hier halt einfach mich so ein bisschen zurückziehen. Ich bräuchte immer noch eine bessere Waffe, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, ich kann halt einfach jetzt auf beide gehen. Bräuchte auf jeden Fall mehr Munition. Entschuldigung, nicht bessere. ich brauche auch bessere Munition. Jetzt kann ich ja wirklich abwechselnd die töten und die töten. Das ist kurz gesagt der Hammer. Dual Pistol, let's go. Wie heftig die Dual Pistol einfach ist, ne? Die braucht nur so ein bisschen zum Nachladen, aber was ich damit rausholen kann quasi, ist wundervoll. Ich brauche nur mehr Munition. Ich sag's doch immer. Ist das meine Mehrmunition? Ja, ich muss ja auch ein bisschen einsammeln gehen, habe ich gemerkt. Weil ich töte ja schon quasi in deren Spawn. So gesehen. Hi. Was ist das denn? Die nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist voll geil, die lassen immer 30er fallen. War jetzt nicht mein Plan, hier so herzukommen, aber ich nehme es natürlich dankend an.
Ah, das Nachladen wird noch ein Problem sein. Das ist halt auch ein Problem, wenn jetzt jemand wirklich kommt von den Gegnern. Dann könnte es sein, dass ich einfach gerade nicht nachgeladen habe. Ich habe extrem wenig zum Bauen. Ich sollte unbedingt was abbauen. Wundervoll. Jungs, wundervoll. Es klappt gerade wundervoll. Ja. 113 leider erst natürlich. Aber ja, wir sind halt durchgehend am Töten. Das ist halt... Es läuft. Genau so, wie ich es brauche eigentlich. Okay, da ist die Zone. Wir müssen weiter. Na gut. Dann gehen wir weiter. Ich kann mich eher weniger beschweren, kurz gesagt. Im Optimalfall, ja, genau sowas. Ich will halt am liebsten jemanden töten. Okay. Warum hast du das getan? Hä? Warum macht er das? Was war das denn? Jung. Na egal. Reden wir da einfach nicht mehr drüber. Zonen-Running ist unfassbar blöd. Also da muss ich Glück haben, schlichtweg. Wenn ich an 400 kommen will. Weil ich es mir einfach nicht leisten kann. Oh, hi. Hey. Ich kann es mir einfach nicht leisten, quasi dahin rennen zu müssen. Ich muss halt am besten da sein. Okay, passt. Not bad eigentlich. 7 Schaden gemacht. Alles klar, Mann. Ich war frontal auf ihn drauf. 7 Schaden in den Körper. Alles klar. Es läuft gerade wundervoll hier mit den Zombies. Kann ich nicht hier hoch? Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Ah. Ach, ist das schade. Ich verpasse die ganzen guten Sachen, Mann. 205, ja, aber... Wie viel Möglichkeit für mehr habe ich noch? Verbrauch mein letztes. Okay, ich habe nichts mehr. Ich muss irgendwie zu dem Lila hinkommen, aber es ist so weit weg, ne? Oh, da. Da ist meine Antwort. So komme ich zu dem Lilanen. Wie geil ist das denn? Okay, let's go. Ich hätte bestimmt auch vorher welche fallen lassen, liegen lassen, die ich hätte benutzen können. Oh, sind hier noch welche? 2 Stück, okay. Ja, mal sehen, was die Gegner jetzt machen, ob sie mich in Ruhe lassen werden oder nicht. Das wird jetzt quasi spannend bleiben. Oh, hi guys. Ich bin so froh, euch hier zu sehen, Mann. Dankeschön, dass ihr da seid. Ey, Mann. Oh, das Ding ist aber fast tot, Sean. Also hier hat jemand schon ordentlich gelootet, sozusagen. Wie er erst den ersten Schuss nicht gezählt hat und dann plötzlich 480 da stand. Also der doppelte Schaden von einem maximalen Schuss. Oh mein Gott, guck das mal an. Es ist wundervoll. Jeder Schuss, den ich verfehle, ist traurig. Nein, das war's. Müssen wir die jetzt töten, ja? Einfach mal no-scopen. Ach komm. Was war mit dieser Person los? Wenn ich mal so fragen darf. Okay, da vorne ist der. Kann ich den so kriegen? Wird schwer, ne? Ich sehe nicht mal wirklich. Ja. So eher weniger. Ich glaube, so ein Minigun ist gar nicht so gut. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Oh, ich gehe zu dem Ding hier hinten. Hi! Dass wir noch leben, ist eigentlich absolut beeindruckend. 240. Weil, sehen, wie lange die mich das machen lassen, die Gegner. Wir haben nur noch 5 andere.
Aber, ja, ich kann mir vorstellen, dass die sich sagen so, hör mal auf, Junge. Du könntest ja auch gegen mich kämpfen. Ich schütze mich hier sehr deutlich, wie man sieht. Ich will nur gegen die kämpfen, Jungs. Ihr müsst mich gar nicht angreifen, danke. Da oben ist der bestimmt drin, oder? Er versucht auf jeden Fall hier irgendwie hinzuschießen. That's for sure. Ja, komm. Das ist halt geil, dass du die wirklich mit einem Schlag zernichten kannst, so. Na, 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 geil. 287. Oh, das hat noch Ohren. Oh, shit. Okay, damit habe ich jetzt nicht wirklich, ne? Kann ich nicht so gut gebrauchen, ehrlich gesagt. Okay, das wird jetzt spannend, wie wir das schaffen. Ach, da oben ist er. Na komm. Ja, goldene P90, jo. Könnte man nehmen. Er schießt die ganze Zeit auf mich. So, wo ist die goldene P90 da? Ah, ne, das war gar nicht die goldene P90. Und dann ist das ja wohl sehr enttäuschend. Ich weiß, dass jemand auf mich schießt. 300, let's go. Aber das ist mir egal. Er trifft nämlich nicht, bisher. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, aber wir hüpfen viel. Oh Gott, der Lag. Der Lag ist real, der Typ da oben, da. Ich hier mach mal hier meinen Job hier, ne? Ich mach hier meinen Job. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr zielen, das kann ich euch sagen. Ich muss nur noch sowas machen. Ich kann mir vorstellen, dass die anderen denken, oh, der hat sie nicht mehr alle. Dass er die ganze Zeit weiterkämpft gegen die Zombies. Oh, aber der ist schon hier. Oh, war der knapp. Warte. Los, go. Ah, schade. Let's go. Es wird nicht weniger. Es wird nicht weniger. Ich muss erstmal ein bisschen was nachladen. Einfach nur, dass ich auf Nummer sicher gehe, sozusagen. Ich meine, man kann halt jetzt eh nicht wirklich was nehmen. So, wie soll ich denn jetzt einen Chuck-Chuck nehmen? Woher? Woher soll ich die Zeit finden für einen Chuck-Chuck? So. Weiter geht's, ey. Ah, oh, gleich geht die Zone weiter. Ich werde nicht gegen die Gegner kämpfen, wenn sie es nicht erzwingen. Lol. Okay. Oh, es macht schon Spaß. 346. Wir können die 400 schaffen. Ich sag's euch. Wir müssen ein wenig Glück haben, dass sie uns in Ruhe lassen, die Gegner. Wir haben noch drei andere. Vielleicht bekämpfen die sich ja gegenseitig, ne? So geil. Es ist so geil, wie man wirklich teilweise in Ruhe gelassen wird. Ist das nicht der Hammer gerade? Scheiße. Okay, hier ist auf jeden Fall noch was. Ich kein Interesse, die zu töten. Den habe ich getötet. Ja, ich weiß, dass du was gegen mich hast. Aber ich habe nichts gegen dich. Shit, okay, wir haben jetzt drei Leute, die sich alle so mehr oder weniger einsperren. Habe ich den gerade angeblich nicht getroffen gehabt? Was war das denn für ein Schwachsinn? Aha. Ah, nein! Lass mich! Ist das der letzte? Ja, das ist der letzte. Oh, shit. Ich will die 400 schaffen. Ich will eigentlich die 400 schaffen. Hey. Ah, ich bin fast tot. Stirbt ihr jetzt an der Zone? Ich hab die 400 nicht, Mann. 375. Ich hab fast
Ja, ich musste weit laufen, das war das Problem natürlich, ne? Ich musste weit laufen, aber ich habe bis zum Ende quasi, bis zum letzten Mann, habe ich Zombies zerstört. Ich habe mich einfach nicht mit den Gegnern beschäftigt. Ich weiß, dass einige von euch jetzt denken werden, der Spacko macht Siege, ohne es wirklich quasi zu provozieren. Edgy Badgy, sage ich dann nur. Mehr als 375 habe ich einfach nicht mehr geschafft, ey. Der ist 3 Stunden aufgenommen und irgendwie habe ich das Gefühl, das reicht jetzt erstmal. Wie viel schafft ihr? 375 finde ich schon ziemlich nice. Ah, Mann. Ich stell mal vor, es wäre 500 möglich in einem normalen Solo-Spiel. Darum geht's halt natürlich, ne? Wie viel schafft man in einem normalen Solo-Spiel und man sollte gewinnen, ne? Ja, ist echt lustig, dass wir die 2 Runden gewonnen haben. Aber 375 ist, ich glaube, eine ziemlich große Menge. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up with the flow. I swear nigga got no limits now. I've been ballin' for a minute. Whole team full of winners. Anybody here can get it. Get tuned into the relish now. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up with the flow. I swear nigga got no limits now. I've been ballin' for a minute.